Duftmehl mag ich ja schon sehr gerne. Und das Problem ist aber, es ist einfach immer viel, viel, viel zu teuer, das Zeug. Aber ich habe jetzt trotzdem heute den ältesten bisher abgefüllten von Duftmehl, 15 Jahre alt. Und den schauen wir uns am Intro genau an. Also los geht's, Kinders. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin in den Lowlands unterwegs, hab für euch ein Duftmehl dabei. 15 Jahre alt, Fassstärke. Und es ist tatsächlich auch der älteste bisher von Duftmehl abgefüllte Whisky. Und man muss natürlich noch sagen, was noch dazu kommt, ist einer der ersten, die überhaupt gebrannt haben, ne? Weil der ist von 2006. 2006 haben die angefangen, auf der Farm da zu brennen. Und haben aber von Anfang an direkt gesagt, wir fangen erst an, Whisky rauszubringen, wenn wir einen 12 Jahre alten Whisky haben. Das Wort haben die gehalten, haben also quasi dann vor ein paar Jährchen angefangen. Ist noch gar nicht so lange her, dass es die Dinger gibt. Und ja, ihren ersten 12-Jährigen auf den Markt geschmissen. Das, was ich bis jetzt von Duftmill probiert habe, war eigentlich immer alles ziemlich nice. Aber ich sag immer sehr gerne, also ein gut bezahlter 40 € Whisky in dem Preissegment. Aber natürlich muss man dagegen sagen, das ist halt eine sehr, sehr kleine Brennerei. Das ist alles Handarbeit. Die brennen quasi nur, wenn die Zeit dafür haben. Und alles, was da gebrannt wird, kommt auch von deren eigenen Feldern. Also die brennen das, also die bauen das quasi auch noch selber an. Und ja, haben dementsprechend halt nicht so viel, was die halt raushauen können. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist zuletzt hatte ich ja das Summer Batch, habe ich ja im Kneipenquiz mit eingebaut gehabt. Und das war echt enttäuschend. Das fand ich nicht so lecker. Das war nicht so dieser Style, den ich von Duftmill halt bisher gekannt habe. Und da bin ich auch eh schon stutzig geworden, weil da habe ich mich so ein bisschen gewundert, weil bisher waren so die Releases immer so 1200, 1300, 1700 Flaschen und auf einmal gibt es 6000. Aber der Preis bleibt gleich. Das fand ich immer krass. Und mittlerweile das war ja früher immer so, Duftmill gab es dann ungefähr so 5 Tage und dann war das Zeug ausverkauft. Mittlerweile kannst du Duftmill über das ganze Jahr überall kaufen, weil alle auf diesen Flaschen sitzen, aber keiner die für diesen Schweinepreis kauft. Also keiner nimmt die Bullets einfach ab. Ja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier eine. Ich wollte mal eben kurz gucken, ob hier steht, wie viele Flaschen es hiervon gibt. Ne, hier steht schon gar nicht mehr drauf, wie viele Flaschen es davon gibt. Auch spannend, aber wir haben 55,7% und preislich liegen wir hier so zwischen 225 und 250 €, was schon mal eine Hausnummer ist. Und wir haben 28, das habe ich glaube ich noch gesehen. Kurz gucken. Ja, 28 First Fill Bourbon Barrels. Also schöne klassische Bourbon-Reifung. Ob das Ding auch schmeckt, das finden wir jetzt raus. Bin echt gespannt. Ich hoffe, der schmeckt. Sonst ärgere ich mich wieder. Naja, nichtsdestotrotz, Nase rein, los geht's. Ja, der riecht wieder wie ein typischer Duftmel. Der hat diese leicht frische Note, dieses leicht vanillige, diese Zitrusnote. Ich finde, das riecht immer wie so eine frisch ausgepresste Zitrone. Aber hier ist es noch, also ich kriege hier super viel Pfirsich zum Beispiel mit dabei. Es riecht super süß, super cremig, super vanillig. Mit Zitronensaft und irgendwie Pfirsich. Könnt auch so ein Eistee sein aus Zitrone und Pfirsich gemischt zum Beispiel. Hat auch so ein bisschen was Blumiges. Könnte auch so eine, ja, so ein Flieder oder sowas sein. Irgendwas, was sehr süßlich riecht. Aber schön. Nase ist wirklich toll. Eine richtig schöne, leckere, cremige Nase erinnert mich total an irgendwie so ein Dessert oder so. Also wirklich sehr fruchtig, sehr süß, sehr vanillelastig, Zitrone, Pfirsich, leichte Frische mit dabei, so eine ganz leichte, minzige, mentholige Frische dabei, aber das ist halt, ja gut, 55,7% kommt halt an, ne? Schön. Den finde ich richtig schön. Der macht richtig Spaß in der Nase. Da ärgere ich mich jetzt schon wieder, dass das Ding so teuer ist.
So, die normalen 12 Jahre alten in Trinkstärke liegen ja schon bei 150 Euro. Na, aber jetzt zahlst du ja nochmal locker ein 100er mehr für 3 Jahre mehr und Fassstärke. Also wahnsinnig gute Nase, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr schön. Naja, probieren wir mal. Ne? Ich bin echt gespannt drauf. Also, Slanja Kinners. Sehr geiler Geschmack. Aber auch ein bisschen zu hot. Boah, was ist das? Das kommt mir total bekannt vor. Kennt ihr? Es gibt diese spanischen Karamellkuchen. Oder Pudding. Karamell, spanischer Karamellpudding. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Creme Catalana oder wie das heißt, glaube ich. Irgendwie so was in die Richtung. Auf jeden Fall, der Pudding ist sehr, sehr dunkel und sehr krass karamelllastig. Das schmeckt genau danach. Der Abgang ist krass, krass mit diesem dunklen Karamell, dieser Karamell-Pudding-Geschmack mit Holz dabei, aber total lecker. Und am Anfang ist der sehr pfirsichlastig, sehr, sehr frisch. Diese hotte Note stört mich halt massiv. Ne? Aber ansonsten, wow, der ist richtig lecker. Wenn du jetzt dran riechst, riechst du auch richtig viel Holz. Also ich habe im Geschmack auf jeden Fall eine krass fruchtige Note. Aber ich überlege gerade, ob es auch Pfirsich ist. Ich probiere mal einen Schluck. Also wirklich, erster Schluck, Zitrone, wie so ein Zitronen-Eistee so ein bisschen, super viel Vanille und dann schlägt es schon um in dieses Karamell. Karamellpudding, schöne Holznote dabei und das bleibt auch im Abgang. Also dieser Karamellpudding bleibt auch im Abgang sehr, sehr lange da, aber dieses Hotte, das stört mich so ein bisschen, das ist so ein bisschen so... Also es brennt im ganzen Mundraum. Immer noch. Das finde ich nicht cool. Das ist so wild unausgewogen vom Alkohol her. Aber der Geschmack und die Nase, wow, die ist wirklich top. Also wie geil das schmeckt einfach. Diese Kombi ist einfach super lecker. Gut, da muss man natürlich auch Bock drauf haben, aber trotzdem ist er das Geld nicht wert, meiner Meinung nach. Ich würde nicht dafür so viel Geld ausgeben wollen. Für mich privat jetzt, ne? Also, ich finde es zu teuer. Würde ich mir das nochmal dafür holen? Nein. Aber ich habe schon Bock drauf. Ich finde den Geschmack halt geil, ne? Das ist wieder so, da bist du so Engelchen und Teufelchen. Der eine sagt, na, scheiß auf das Geld. Und der andere sagt, oh, ich habe das S-Wort gesagt. Der andere sagt, nee, ist egal, ne? Hol einfach, weil das lecker ist. Aber wie gesagt, also es ist ein lecker Ding, er riecht lecker, er schmeckt lecker, er hat nur diese hotte Note von mir, 4 bis 5 Daumen hoch, definitiv. Ist auf jeden Fall auch für mich eine Kaufempfehlung, also man kann den ruhig kaufen, wenn man das mal haben möchte, wenn man mal ein Daftmill sich holen möchte, wenn man mal was richtig Geiles von Daftmill haben will und sagen will, yo, das ist lecker, dann kann man sich den auch holen. Und ich glaube, du kannst auch bestimmt in Wasser spielen, ihr wisst, dass ich das nicht mache, aber ja, ich glaube, das ist ein schöner Whisky, der einfach mal zeigt, dass man von einer kleinen Brennerei, die einfach alles noch in Handarbeit macht und alles noch irgendwie selber anbaut und so, dass da auch richtig gutes Zeug von herkommen kann. Es muss nicht immer die Masse sein, ne? Trotzdem finde ich die Entwicklung in den letzten 2 Jahren ein bisschen kritisch, was den Laden angeht. Naja, jeder wie er mag. Also, wie gesagt, schmeckt gut, riecht gut, kann man auf jeden Fall trinken, lecker Zeug. Aber wie gesagt, für mich vom Preis einfach zu heavy. Naja. Wenn ihr ihn selber probiert habt, vielleicht habt ihr selber eine Bulle gekauft, vielleicht habt ihr euch ein Sample organisiert, schreibt mir gerne mal euer Feedback in die Kommentare, würde mich interessieren, ob ihr da einen Daftmill-Brennerei-Charakter erkennt oder nicht. Ich erkenne den auf jeden Fall sehr eindeutig hier, im Gegensatz zum Summer Batch. Jetzt weiß ich auch, warum das überall immer reduziert wurde.
Ich hatte mich schon gewundert, warum er den teilweise für 110, 120 bekommen hat, aber jetzt weiß ich auch warum. Ja, ansonsten abonniert gerne meinen Kanal, lasst mir gerne ein Like da und wenn ihr Bock habt, könnt ihr meinen Kanal supporten, direkt hier unten drunter bei Ko-fi, bei Patreon oder bei YouTube als Kanalmitglied. Da gibt es, glaube ich, für jeden was und wenn ihr Bock habt, kommt da gerne in die Community, würde mich sehr darüber freuen. Ja, und jetzt würde ich sagen, wünsche euch noch eine angenehme Zeit, euer Friend, die Mr. Z.